Guten Abend. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie mir durch Ihre Anwesenheit jetzt zwar nicht mein Leben, aber immer meinen Lebensunterhalt finanzieren. Also es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Nachdem Sie sich als Kabarettpublikum und Kabarettfans heute ja offensichtlich in einen Vortrag verirrt haben, bedarf es vielleicht am Anfang kurz noch ein paar einführender Worte. Wie es ja bei einem Vortrag so ist, unterteilen sich die Teilnehmenden bekanntlich in zwei Gruppen. Die Zuhörenden und den Vortragenden. Der Vortragende, das ist der hinter einem Rednerpult schutzsuchende, präpotente Sack, der glaubt, die Weisheit aber prinzipiell mit dem Löffel gefressen zu haben und aufgrund seines voreilenden Wissens über den Inhalt des Vortrags ja schon vom Start weg einen Mördervorsprung gegenüber den Zuhörenden hat und sich deswegen natürlich furchtbar überlegen und gut vorkommt. Das bin in dem Fall heute ich. Die Zuhörenden unterteilen sich selbst wieder in drei Gruppen. Erstens einmal die, für die der Inhalt des Vortrags nichts Neues ist, die das eigentlich eh alles selber auch schon lange gewusst haben, das sind die Glücklichen. Weil sie ja in ihrer Entwicklung zumindest genauso weit sind wie der Vortragende und ihm damit ebenbürtig, wenn nicht sogar vielleicht überlegen sind. Die zweite Gruppe der Zuhörenden, das sind all jene, die durch die Worte des Vortragenden plötzlich eine neue Sicht auf manche Dinge bekommen werden, wo das eine oder andere Gehörte dann auch zum Nachdenken anregt und vielleicht sogar in weiterer Folge einen Einfluss auf ihr Leben haben wird. Das sind die Gewinner des heutigen Abends. Die dritte Gruppe sind die anderen. Also, das ist der Rest. Also all jene, die sich so kurz gegen Ende des Vortrags noch einmal fragen werden, wo sie denn überhaupt stehen. Damit aber nicht sich meinen, sondern ihr Auto. Beim heutigen Vortrag handelt es sich um einen Dia-Vortrag, unschwer zu erkennen. Und zwar um einen Dia-Vortrag mit Bildern Ihrer Wahl. Wie das funktioniert, können wir vielleicht am Anfang zur Auflockerung vielleicht auch gleich einmal ausprobieren. Stellen Sie bitte vor, hier auf dieser Leinwand einen rosa Babyelefanten. Jetzt habe ich Ihnen sehr viel Zeit gelassen für die wirklich sehr, sehr einfache Aufgabe. Wem das zu kompliziert war, wir können auch gern was Einfaches nehmen. Stellen Sie bitte vor, auf der Leinwand Ihre Wix-Vorlage. Das kann jetzt aktuell sein oder aus der Vergangenheit, das ist beides gültig. Falls es ohnehin ein rosa Babyelefant ist, dann schauen Sie ihn ganz einfach noch einmal an. Genießen Sie, was Sie sehen, denn in Kürze verschwindet diese Leinwand aus platztechnischen Gründen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie alle die Schweinereien, die Sie ab jetzt gerne sehen wollen, ganz einfach auf Ihrer internen, wie sagt man so schön, Medienfestplatte da projizieren und Sie tut in aller Ruhe anschauen. Und falls Sie jetzt vielleicht der Meinung sind, dass ich deswegen ordinär bin oder ein Drecksau, wegen dieser Wix-Vorlage und so, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts gesehen. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe mir in der Zwischenzeit erlaubt, mir sie alle nackt vorzustellen und ich möchte es eigentlich auch beibehalten. Ich hoffe, das stört Sie nicht, das ist relativ warm herinnen. Ja? Für Sie ist wurscht und mir gefällt es teilweise. Der Titel des heutigen Vortrags lautet, wie Sie ja dem Programmheft oder auch dem Plakat entnehmen durften, Ich durchgestrichen ein Leben. Das heißt also, es wird nicht um mich gehen, weil ich ja durchgestrichen bin. Ihr Ich ist jetzt zwar noch nicht durchgestrichen, um Sie als Person jetzt aber auch nicht gehen. Also Sie brauchen sich in keinem Moment irgendwie angesprochen oder vielleicht gar angegriffen zu fühlen. Denn das Thema des heutigen Abends, des Vortrages, ist das Leben. Das Leben im Allgemeinen, das Leben, das wir ja alle haben. Und genau das ist auch schon der erste Gedankenfehler. Und da habe ich jetzt gleich einmal eine Frage an Sie. Hat einer von euch noch ein Patzeln Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Nein. Sprechen wir jetzt für die anderen, oder was? Nein, Sie nicht? Die anderen schon? Sie sind natürlich ein kleiner Held. Naja, Sie fürchten weder Tod und Teufel. Aber in der Regel ist es so, dass man sich so ein bisschen davor ausscheißt. Nicht? Aber ich sage Ihnen jetzt was. Sie können das Leben nicht verlieren. Keine Angst davor. Das kann Ihnen nie passieren. Das geht schon rein technisch, nicht? Weil das würde ja bedeuten, dass Sie eines Tages Ihr Leben verlieren und Sie sind noch da.
Und das wäre wieder eine Situation, wo man was zum Ärgern hätte, nicht? Da geht was in das scheiß Lehm, das gibt's nicht, ich hab's am Vormittag noch gehabt, Herz. Jetzt kann man wieder um ein Lehm kümmern, wo er nichts Besseres zu tun hat, nicht? Das wäre sehr unangenehm und ärgerlich. Kann aber nicht passieren, ganz einfach deswegen, weil wir alle miteinander gar kein Leben haben, sondern ein Leben sind. Möglicherweise sogar ein ewiges, aber das ist ja noch nicht bewiesen. Das, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung in Wirklichkeit nur als unsere Geschichte. Und die kann man jetzt, wenn man es mit was vergleichen will, vergleichen mit einem Sprung von einem Hochhaus. Der natürlich relativ lang dauert, so 80 Jahre im Schnitt. Da muss man sich jetzt bitte ein sehr, sehr hohes Hochhaus vorstellen. Oder sie fliegen langsam, das bleibt Ihnen überlassen. Ja? Das heißt also, es beginnt mit dem Absprung der Geburt. Das ist die Entscheidung zu springen und endet klarerweise batsch, boom, unten am Asphalt. Mit dem Tod. Wobei es schon sein kann, dass der eine oder andere schon dazwischen kurz einmal hängen bleibt, an einem offenen Fensterflügel zum Beispiel, dass sich auf einer Fahnenstange deppert aufspießt. Oder wenn es ganz, ganz blöd hergeht, am F der Immofinanz-Leuchtbuchstaben den Löffel abgibt. Oder dort zumindest einmal bewusstlos wieder dann in tiefer Ohnmacht vom Trottoir zertrümmert wird. Bei manchen setzt ja diese Form der Bewusstlosigkeit schon sehr, sehr früh ein. Und wenn ich jetzt früh sage, dann meine ich auch wirklich früh. Manche schlagen sich schon beim Absprung ja, an der Kanten vom Hochhaus so deppert den Schädel an, dass sie dann ohne jemals das Bewusstsein wiederzuerlangen, ohne sich gespürt zu haben, ja, dann irgendwann einmal geschieden werden. Also der Körper vom Geist durch den Gehsteig. Worum es aber heute Abend gehen wird, das ist das Leben, dass wir jetzt vollkommen unabhängig von dieser Geschichte sind, dass wir auch vollkommen unabhängig von unserem Verstand sind und vor allem ganz, ganz wichtig, dass wir vollkommen unabhängig von unserem Ich sind. Da wäre auch ein wunderbarer Titel für den heutigen Vortrag gewesen, kein Ich, kein Problem. Das werden wahrscheinlich die 1,5 Buddhisten vielleicht grinsen, der Rest hingegen wird sich aber denken, Alter, was ist mit dem? Was wird denn der sein? Alter, auf was ist denn der drauf? Auf der Satire? Ich will einen Boxer nicht, bitte. Ja, so ein Scheiß kann ich bin ich, nicht? Was ist in mir? Ich bin ich. Okay, reden wir drüber. Überlegen Sie mal. Wenn Sie irgendwann zu sich sagen, ich bin ein fester Trottel und natürlich in der Situation 100%ig recht haben, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was da spricht? Was in Ihnen weiß, dass ich ein fester Trottel ist? Es ist das, was überbleibt, wenn Sie eines Tages Ihr Ich verlieren. Hat schon irgendjemand von Ihnen einmal das Ich verloren? Nur so nebenbei? Keine Mountainbiker, Extremskifahrer, Boxer, erinnern nichts, gar nichts? Ich kenne das. Ich bin Motorradfahrer und da passiert es fallweise, und das im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du einmal fest runterreißt, dass einmal batsch, boom, kurz der EFI fällt. Der springt eh meistens gleich wieder rein, ein bisschen neu formatiert. Was war jetzt? Wo bin ich da jetzt? Fuck, das Motorrad schaut aus! Na, den hat es runtergehauen! Jetzt weiß ich gar nicht, wer bin ich? Und es ist weg! Das ich! Ja. Kein Name, keine Geschichte, wuff, aber du bist da. Und in diesem Moment sind wir genau in dem Zustand, in dem wir alle schon einmal waren. Das ist nichts Neues, nur können wir uns nicht erinnern, weil es schon so lange her ist. Das war damals, wie wir hier als kleine Götter auf die Welt gekommen sind. Ja? Wir kennen alles, wir wissen alles, alle haben uns lieb. Ja? Und dann aber passiert diesem kleinen Gott etwas sehr Dramatisches, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, was aber nur unsere Geschichte ist. Und das macht aus dem kleinen Gott da drüben, auf der Seite noch ca. 80 Jahre, einen alten Trottel. Das hat man relativ schnell durch. Überlegen Sie nur, wenn dieser kleine Gott, wenn der das erste Mal in die Windel reinmacht, dann ist es ein Jahrhundertereignis. Das kann nicht wahr sein, bitte, ich glaub's nicht. Ein Wahnsinn, so ein Riesenhaufen. Es gibt ja gar nicht, was da reingeht, der Sieger, und stinkt wie ein Großer. Ja, da muss er lachen, der Sieger muss er da lachen, ja. 80 Jahre später, es ist noch immer dasselbe, ja. Reiß dich zusammen, bitte friest nicht so viel, was es nicht mehr dauert. Ich kann nur vom Arsch aus, wie schwerst. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Leben zum Scheißen wäre. Das war nur als Beispiel gedacht, ja. Prinzipiell kann man jetzt mal davon ausgehen, dass alle hier Anwesenden leben.
Es sei denn, der eine oder andere ist vielleicht schon vor Hunger oder vor Schreck oder vor Begeisterung oder vielleicht gar vor Lachen gestorben. Wobei, so lustig war es bis jetzt eigentlich noch nicht. Wie jetzt auch nicht mehr. Das heißt, jetzt lachen sie noch. Das heißt, wir leben also alle. Aber wir leben alle natürlich in einer anderen Realität, weil jeder lebt ja sein Leben in seiner Welt. Und der moderne Mensch kann sich da viele Welten aussuchen. Ich meine nicht nur diese sogenannten virtuellen Welten, das geht auch in der Realität, wenn man so bezeichnen möchte. Vollkommen unabhängig vom Ort. Das geht sogar im Wald mittlerweile. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man jetzt ist ein Mountainbiker oder ein Jäger. Du bist zur selben Zeit, am selben Ort, aber doch ganz woanders, nämlich in einem sogenannten Paralleluniversum. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie mit dem Auto auf einer Landstraße dahin fahren, dann ist die Geschwindigkeit, mit der Sie jetzt unterwegs sind, die einzige richtige, die man zu dem Zeitpunkt auf der Landstraße fahren kann. Gibt's keine andere. Und wenn jetzt einer von Ihnen dahin fährt, mit 7,6 km/h langsamer als Sie, ja, dann ist der Stepper zum Auto fahren, ja, ein Freund ist ja gar nicht ein alter Trottel, ein warmer, aber mit Sicherheit einmal eine Frau. Wenn Sie auf derselben Landstraße wieder mit derselben Geschwindigkeit dahin fahren und Sie werden von einem anderen Fahrzeug mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 7,6 km/h überholt, dann ist das eine verantwortungslose Trickso, eine Gemeingefährdung, der ist ja auch gesoffen, dem geht der Führerschein weggenommen und der zieht mir jetzt ganz zum Pfahl. Und jetzt würde Ihr Weltbild aber vollkommen ins Wanken kommen, wenn in dem an Ihnen vorbeifahrenden Fahrzeug zum Beispiel der Gary Kessler drin sitzt. Und auch jetzt, ja, wo wir definitiv ja zur selben Zeit am selben Ort sind, ist jeder von uns in einem ganz anderen Film. Gut, ich sowieso. Aber auch Sie. Weil ich bin halt nämlich wirklich in einem Film, lustigerweise. Nicht in einem Film, ich bin nur im Fernsehen. Das ist ja kein Film. Das ist nur Fernsehen. Aber Sie, wo Sie mich alle anschauen, ja, schauen mich alle an. Ja. Aber jeder von Ihnen sieht ganz was anderes. Ja. Einer schaut mich jetzt gerade an und denkt sich wahrscheinlich, wo der Wagennummer hörst. Ja. Ein anderer schaut mich an und denkt sich, naja, Krebs wahrscheinlich, nicht? Ein anderer schaut mich an und denkt sich, wer ist der Gary Kessler? Ein anderer schaut mich an und weiß natürlich, wer der Gary Kessler ist und sagt sich, na, den schauen wir mal an, wo mit der Wurm überholt. Na, den schauen wir an, den schauen wir schon. Ein anderer. Ein anderer schaut sich jetzt vielleicht gerade meine bunten Touren schon an. Ja, jetzt gerade alle. Und Sie denken wahrscheinlich gerade, ich will nicht, dass der mich knockert sich. Aber das ist meine Realität und die können Sie nicht ändern. Da können Sie Ihre Handtasche drüber legen und die Füße übereinander schlagen. Das nutzt nichts. So viel Fantasie habe ich. Aber jetzt ganz egal, in welcher Realität sich das Individuum gerade befindet, so sind wir immer von Leben umgeben. Also manches ist für uns offensichtlich, wie wir wissen, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Anderes wieder für unser Auge, als so bestes Sinnesorgan, was wir so anzubieten haben, nicht erkennbar, weil unser Auge nur ca. 8% all der Schwingungen, die sich so rund um uns befinden, in ein Bild umwandeln kann. Wobei das Auge wandelt gar nichts, das macht das Hirn in Wirklichkeit. Ja? Das heißt, 92% von dem, was da ist, das sehen wir nicht. Gut. Manches riechen wir, unangenehmerweise. Manches hören wir, auch oft sehr unangenehmerweise. Wie drei zum Beispiel. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir relativ scharsaugert sind. Und von diesen 8%, die wir zwar sehen könnten, gibt es auch noch sehr, sehr vieles, was wir zwar sehen könnten, aber nicht sehen wollen. Wie zum Beispiel die Wahrheit. Das heißt, wir haben definitiv die Gabe, Dinge, die da sind, nicht zu sehen. Zum Beispiel Mikroorganismen. Ne? Weiß ja jeder, die gibt's, aber gesehen hat so keiner. Außer halt die mit Feldstecker, die Spezialisten, die, aber sonst, ja. Dabei, das sind nicht wenig. Also in einer Handvoll Boden, und da meine ich jetzt nicht so einen Bretterboden, sondern ich meine einen Ackerboden, leben so viele Kleinstlebewesen, Bakterien, Mikroorganismen, wie dieser Planet Menschen beherbergt. Das sind einige Milliarden in einer Hand. Man, das ist, ja, ist halt, ne, was soll ich machen, ne, ist halt, da kann man nichts kaufen drum. Ne? Natürlich, aus unserer Sicht ist es das Leben von so einem Bakterium nicht spannend. Dafür ist es kurz.
Schießen bloß ein fades, aber langes Leben. Gibt's auch Beispiele. Sogar sehr berühmte, der Ding da, der Mount Everest. Der Mount Everest, der zum Beispiel hat ein langes, aber ein fades Leben, weil er selbst auch nichts davon hat, dass er der höchste Berg der Welt ist. Für ihn ist es vollkommen irrelevant. Der hätte sogar ein ruhigeres Leben, wenn er wahrscheinlich ein kleiner Hügel im Leitergebirge wäre, dann hätte er so einige Beziehungen erspart und er wäre auch keine Müllhalde geworden. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr langes, fades Leben, das der arme Berg da hat. Jetzt kann man mir entgegenhalten, der Blödsinn, nicht, was der redet. Haben Sie da schon nicht aufpasst, Herr Thüringer? Ein Berg lebt nicht, tote Materie, Steinhaufen, da lebt nichts. Nicht? Gut, okay, Ansichtssache. Es gab da schon einmal, muss ich dazu sagen, so Naturvölker, wie zum Beispiel diese Indianer und diese Aborigines, die ganzen Neger da halt, ja. Die zum Beispiel haben wirklich mit Bergen gesprochen. Ja, ja, für die war alles belebt, da war alles beseelt, ja, mit Wasser haben sie geredet, ins Feuer reingeschaut, haben dann mit Feuer irgendwelche Visionen gehabt und so, nicht? Ja, gut, nur Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit, in der Zeit der Naturwissenschaft, in der Zeit der Technik, in der Zeit, wo wir alles wirklich im Griff haben und uns auskennen. Vor allem die Physik ist ganz, ganz weit, die Quantenphysik, die Quantenmechanik, durch ganz, ganz komplizierte Versuche, die unser einer nicht versteht, und durch ganz komplizierte Gleichungen, sind die jetzt draufgekommen, dass die Indianer eigentlich recht gehabt haben. Hätten wir es nur fragen brauchen statt anschlachten, aber wir haben es uns lieber ausgerechnet. Aber wie auch immer, wir sind jedenfalls von Leben umgeben. Und jetzt ganz egal, ob Tiere oder Pflanzen oder Berge, dieses Leben rund um uns hat eines gemeinsam. Es macht sich keine Gedanken über das Leben. Das lebt alles ganz einfach nur. Es gibt auf diesem Planeten eine einzige Spezies, nämlich den Homo sapiens. Das ist der weise Mensch, wo es ja schon vom Titel her eine komplette Themenverfüllung ist, wie man, glaube ich, wunderbar an sich selber jeden Tag beobachten kann. Und dieser weise Mensch hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag deppert über das Leben nachzudenken. Und diese Gedanken, das sind keine schönen Gedanken, das sind keine kreativen, keine schöpferischen Gedanken. Nein, das sind ziemliche Arschgedanken. Ja. Die drehen sich immer im Gras, immer dasselbe Blödsinn. Ja. Der Hass auf die Vergangenheit, Sorge um Hab und Gut, die Hoffnung, dass in einer Zukunft endlich einmal was anderes wird. Da rennt's und rennt's. Wir haben eine lärmende Maschine im Kopf. Wer was helfen? Kennt irgendjemand von Ihnen Verrückte? Oder hat schon Verrückte gesagt, nicht sowas mit mir. Ich meine, wirklich, hat die wirklich in der U-Bahn, ab und zu trifft man sowas, nicht auf, weil es weggesperrt sind, gut sagen. Da sitzen dann welche und die reden, ja. Ich meine jetzt nicht die Angletscher, aber ich meine jetzt die ohne Gerät, die sitzen und reden, wie man allein auf der Welt war, nicht? Ja, ach, scheiß Woche, wird wieder Arsch, das Wetter ist eh klar. Ja, ganze Woche Prinzdeppert Arbeit, da wenn ich frei habe, war ja ein Wunder. Seit Wochen sollte man es aufgeschrieben, das kann nicht sein, bitte. Yes, ja. Ah, den erlaubst du noch, wenn ich nicht erzähle. Yes, ich bin ein Total. Hui, wegen der Versicherung, das ist deppert. Ja, aber das sind eh Verbrecher, ich meine, jetzt, für was, ich möchte das auch eigentlich. Das geht nicht wahr, na gut, mit mir kann man es ja machen, das ist eh jetzt. Scheiß Größe drin spiegelt jetzt, jetzt muss ich aber weniger fressen, will jetzt auch nicht, das ist. Ja. Haben schon sowas erlebt, ja, Wahnsinn. Gell? Der Unterschied zu Ihnen und dem Verrückten ist der, der sagt, Sie denken es Ihnen nur. Also es ist eigentlich nur eher ein Lautstärkenunterschied. Aber Gott sei Dank, und das ist das Tolle, haben wir dank unseres Verstandes die wunderbare Gabe, diese lärmende Maschine im Kopf auch wieder abzuschalten. Und zwar ganz einfach durch Meditation, was, glaube ich, jeder von Ihnen täglich praktiziert. Oh ja, Sie merken es vielleicht nicht. Ne? Das heißt, Sie kommen heim nach einem anstrengenden Arbeitstag, sind fixi foxi, dann den Ofen weg vom Sessel. Natürlich nicht, weil Sie hier keinen Ofen da haben. Ich bin ja der mit dem Ofen. Sie sind ja ohne Ofen. Nein, der hat auch keine Bedeutung. Das ist einfach Bob, mein Maskottchen. Hallo, grüß Gott. Einfach, weil es thematisch dazu passt und weil es so ein sehr, sehr Wuschelbär auch ist. Also Wuschelaffe in dem Fall. Ja. Das heißt, Sie kommen heim, setzen sich hin, ja, finden die Mitte, wie man so schön sagt, ja, spüren den Fluss ihres Atems, ja, und irgendwann drücken sie dann den Knopf einer Fernbedienung. Und in dem Moment hört ihr Denken auf. Und jemand anderer übernimmt für sie das Denken, nämlich der da im Fernseher. Und irgendwann werden die Gedanken von dem da drin im Fernseher die eigenen Gedanken. Ja, ist ja wohl, ist eigentlich.
Ja. Was vollkommen wurscht war. Wenn sie ihn am nächsten Tag einkaufen gehen oder wollen. Und weil jetzt dieses Denken auch so ansteckend ist, weil es braucht ja Energie, das muss in Betrieb gehalten werden, habe ich jetzt einen wunderbaren Vorschlag. Wir werden jetzt den Rest des Abends, so fühlst du es eh nicht mehr, einfach damit verbringen, dass wir aufhören, über das Leben nachzudenken, weil das nichts ändert, das Nachdenken drüber. Wir werden ganz einfach in aller Stille gemeinsam nur mehr leben. Hast du Mikstopp vielleicht, Technik, bitte? Ja, das waren so knapp 3 Sekunden. 3 Sekunden, also, siehst du, 3 Sekunden. Halten wir so aus, dass man sich denkt, nicht, Rettungsversuch, die leben nur, jetzt muss man irgendwas, weil sonst, das ist uns peinlich, nicht? Wir halten es nicht einmal 3 Sekunden aus, nur leben, weil leben ist ein bisschen wenig, nur leben mal für das, sorry, nicht, nur deppert leben kann da haben wir aber halt daher kommen, wenn ein deppert leben, nicht? Aber glauben Sie mir jetzt bitte eines, irgendwie so ein Moment der Stille, wo einfach nichts ist, in dem aber sehr viel ist, in dem, wo nichts ist, ja, wäre nicht so unangenehm gewesen, wären sie ganz einfach ein bisschen früher gekommen waren, meine Herrschaften, ja. Nämlich vor 135.000 Jahren. Weil damals waren wir alle Neandertaler. Manche sind es noch immer. Ja, ich meine das aber nicht abwertend. Also ich bin stolz darauf, dass ich noch was vom Neandertaler jetzt in mir drin habe, also evolutionär. Natürlich, wir schauen anders aus, keine Frage. Wir sind jetzt schön rasiert, wir sind schön angezogen. Also, sie nicht. Ich schon, dem Anlass entsprechend zumindest, aber so weit weg, wie wir immer glauben, sind wir nicht vom Neandertaler. Also wann das viel ist, wird es sein, na lass mich schätzen, na ja, so viel. Und bitte Entschuldigung, das ist doch nicht viel, oder? Da kommt immer drauf an, verhältnis zu was, nicht? Sagen wir mal zur Bühnenbreite, ja? Also, wenn ich jetzt behaupte, die Bühnenbreite hier, das wäre die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten. Das heißt, da angefangen, nicht mit Adam und Eva, aber das sind wir uns eh schon einig, und wir sind jetzt hier, am Ende. Also da, wo es nicht mehr weitergeht, da sind wir jetzt, in der Neuzeit. Dieser tollen Zeit, wo es den Menschen auch noch nie so gut gegangen ist wie heute, muss man dazu sagen. Ja? Das ist nicht von mir der Satz, das hat ein sehr, sehr kluger Mann gesagt, und zwar der Chef von Nestle. Und der muss ja wissen, wenn man in der Schweiz sitzt, wie gut es ihm da geht. Und weil es uns allen so gut geht, kann man das auch sehr schön beobachten. Man sieht ja fast nicht mehr strahlende Menschen auf der Straße, stimmt's? Vielleicht, wenn sie heute im Stau zufällig dahergefahren sind, sind sie sicher drin gesessen. Fast erleuchtet, vor lauter Glückseligkeit. Ja. Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist jetzt im Verhältnis zur Geschichte der Menschheit wahrscheinlich so brat wie, na ja, weiß nicht, so wie das, weiß nicht, ob man das sieht, oder ist so brat wie das. Alter, das ist, sagen wir, bedeutungslos. Nein, ich muss eh nicht hin. Das gehört eh mir, das ganze Theater. Das kaufen wir jetzt von der Gage, da kann ich mal da will, dass mir das geholt. Das heißt also, der Neandertaler war ungefähr so weit weg von uns. 135.000 Jahre wird ungefähr da sein. Ja? Und angeblich ist er vor 40.000 Jahren wieder verschwunden. Was natürlich ein Mutz und Plätzchen ist, weil wir sind ja da. Begonnen hat es aber viel, viel früher, und zwar da drüben. Hier ist nämlich was Schreckliches passiert. Ein Kontinent ist damals zerbrochen. Afrika, immer schon Pech gehabt. Und wenn jetzt so ein Kontinent zerbricht, da riert sich was. Also die Erde speit Feuer, der Himmel verdunkelt sich, das Klima verändert sich, die Vegetation geht zurück, die Bäume sterben und die Offen, die mir immer oben auf die Palme klebt, für das sind sie abgebaut. Und wie es jetzt so ist in der Natur, wenn die Bäume weniger werden, ist ein Murzkreis um die besten Plätze auf die Palme. Und die Starken, die Intelligenten, die wiffen offen. Sind unblieben und haben diese Titel offen, die Eierbeeren, die Teppen praktisch, runtergetreten. Und aus denen da wird jetzt vieles dann eigentlich sehr verständlich und plausibler, warum es so ist, wie es ist. Ja? Ja? Damals hat schon der Hass auf die Vergangenheit angefangen, wahrscheinlich, nicht? Ist ein schlechter, ich glaub's auch noch, weil es stärker seid, sonst gescheiter, ja? Aber irgendwann sperren wir euch in einen Zoo, es ist offen, offen sagt es. Und dann sind diese Dealer offen, ja, durch Steppenglas gezogen. Ich spüre sehr schlecht an offen, ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ja, so, Ich habe gesagt, ich spüre schlecht an offen. Jetzt ein bisschen Kontenance bieten, das ist kein Kasperltheater da, ja. Also,
sind durch Steppengras gezogen. Ne? So, und auch so, wahrscheinlich, schon ein bisschen älterer nehme ich an, ja. Der ist auf einmal da hinten eingefahren. So, bis so weit. Da fahren wir schaut über Steppengras drüber, nicht? Da war das Kreuz wie gleich weg, nicht? Also, Moment. Das sagen wir, weil da ist ja nur geschissen, da sieg ich nur das depperte Gras. Ja, super, da sieg ich was. Und schwuppidiwupp, der erste Off ist gestanden. Und 2 Minuten später war er vom Säbelzahntiger gefressen. Weil ihm der auch gesehen hat. Aber es war mal ein Versuch. Und dann hat es halt so, ja, Zeit dauert, bis diese Dillo-Affen so weit waren, dass sie aufrecht gehen konnten und nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. So circa 5 Millionen Jahre in etwa. Ja, manche Dinge brauchen Zeit, das ist halt so. Aber wo Zeit im Werk geht, verplappern wir da schon wieder ein bisschen. Wie spät haben wir denn eigentlich schon, bitte? Halber. Okay, gut. Danke, oder schau lieber, dass ich. Ja, ich bin so ein bisschen. Übrigens auch ein Unterschied. Sie haben die Uhr und der Neandertaler, der hatte damals die Zeit. Und diese Zeit war jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht sehr lange, denn der durchschnittliche Neandertaler, und damit meine ich jetzt nicht nur den Herrn Neandertaler, sondern die Gattung, also Herr und Frau Neandertaler, damit das politisch auch korrekt ist, starb bereits im zarten Alter von 25. Und jetzt haben wir fast ein bisschen Mitleid mit diesem armen Neandertaler, weil ich meine, 25 ist kein Alter, na geh mit 25, na geht, das ist aber, na 25 ist aber, na das ist aber relativ, sage ich. Ne? Zeit vor allen Dingen, Zeit ist etwas extrem Relatives. 2 Stunden sind bekanntlich nicht 2 Stunden, das ist ganz was anderes. Schauen Sie mir an. Gut, schauen Sie. 2 Stunden Wurzelbehandlung beim Zahnarzt fühlt sich doch subjektiv jetzt viel, viel länger an als 2 Stunden orgastischer Sex mit seinem Traumpartner. Gut, schlechtes Beispiel, Entschuldigung. Weiß nicht, wie auf das kommt, wahrscheinlich, weil sie da pudelnocker sitzen wie im Swingerclub. Was ich noch sagen wollte, 2 Stunden Wurzelbehandlung ist ein Blödsinn natürlich. Wenn ein Zahnarzt 2 Stunden für eine Wurzelbehandlung braucht, dann macht er das entweder zum ersten Mal das angesoffen, ja? Und 2 Stunden orgastischer Sex, das reduziert sich ja, wie wir alle wissen, auf 3 Minuten gegen das Einschlafen kämpfen und dabei fernschauen. Was aber nicht heißt, dass es jetzt bitte 2 Stunden orgastischen Sex nicht gibt. Den gibt es natürlich, keine Frage. Im Internet zum Zuschauen. Also wir glauben, dass der Neandertaler ein sehr, sehr kurzes, aber auch ein sehr, sehr beschwerliches Leben geführt haben muss, was aber definitiv nicht stimmt. Was wir heute wissen, ist, dass der Neandertaler circa nur 2 Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen musste, nämlich das Jagen und das Sammeln. Der Rest vom Tag war dann sogenannte Freizeit. Das heißt, die Neandertaler haben dann den Rest des Tages gegessen, was sie gejagt und gesammelt haben, haben geruht, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sind schwimmen gegangen, haben die Wolken beobachtet, den Vögeln beim Zwitschern zugehört, haben mit dem Nachwuchs gespielt, haben dann lange ins Lagerfeuer hineingestarrt, haben sich mit Drogen weggeschossen. Flinkwitz war damals ganz, ganz aktuell. Haben gefickt wie die Karnickel und haben auch hin und wieder den Partner getauscht. Und dabei haben sie niemals nach dem Sinn von all dem gefragt und haben auch kein einziges Mal ihr Tun in Frage gestellt. Jetzt ganz ehrlich, so unter uns. Kommt Ihnen das ein bisschen bekannt vor? Also für mich klingt das wie so ein Cluburlaub. Und ich muss sagen, 25 Jahre im Urlaubsparadies, klangt, das reicht. Also es hört sich auf jeden Fall in meinen Ohren besser an, als jetzt 13 Jahre in der Schule sich gehen lassen, dann 45 Jahre deppert eine Hackeln, wurscht für wem, auch wenn man selber ist, und dann dafür 20 Jahre von einem Arzt zum anderen zu laufen. Meine, alleine der Umstand, ja, dass man nur 2 Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen muss, Entschuldigung bitte, wer schafft das heutzutage noch? Ich, aber sonst fällt mir eigentlich jetzt keiner. Ne? Und das, was ich da die 2 Stunden verdient, kaufen wir das Theater und da kann ich alle Fuhren zerreißen, was ich will.
Unser Leben ist also, wenn man so will, nichts anderes als eine Update-Version eines Neandertaler-Lebens, wobei ja Update-Version in Wirklichkeit eine verbesserte Version sein sollte, außer man ist Windows-User. Die Hardware aber ist im Prinzip die gleiche geblieben. So Dinge wie die Geburt oder das Heranwachsen, die Fortpflanzung, die Nahrungsaufnahme, die Krankheit oder auch der Tod. Mit diesen Dingen hat sich der Neandertaler eigentlich ganz genauso auseinandersetzen müssen wie mir. Das ist kein Unterschied. Und um diese 6 Parameter wird es auch jetzt im Folgenden dann im Detail gehen. Gut, mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, der Chronologie wegen vielleicht gleich einmal mit der Geburt, also dem Anfang. Wobei die Geburt ja bei genauerer Betrachtung ja gar kein Anfang ist, sondern nur ein Ortswechsel. Naja, wir waren ja früher auch schon da, nur waren wir halt im Mutterleib drin. Das heißt, unsere äußere Welt war damals die innere Welt der Mutter. Daran können wir uns natürlich nicht erinnern, wobei natürlich nicht erinnern ist vielleicht sogar falsch, weil natürlich ist es nicht, weil wir haben schon ein Hirn gehabt. Das Erste, was sich entwickelt aus einer befruchteten Eizelle, ist ein Hirn. Wenn man uns das nicht gabert, gabert es uns auch nichts anderes. Also ohne Hirn, keine Handi, keine Fussi, keine Zanti, kein Schwanzi, kein Popoloch. Das bleibt zum Scheißen, wie man so sagt. Und wenn wir jetzt wirklich ein Hirn gehabt haben, kann man davon ausgehen, dass wir uns auch schon etwas gedacht haben. Vielleicht auch am Blödsinn sinnlose Fragen gestellt. Hier, glaubst du, gibt es ein Leben nach der Geburt? Angeblich ist das so ein Tunnel. Also, du musst dann durch einen Tunnel und dann ist ein helles Licht. Und dann ist da die Mutter. Die Mutter, also, kannst du viel vorstellen. Was ist eine Mutter? Das ist. Naja, zurückkommen ist noch keiner. Nicht? Bitte schier, bitte bleib drin. Jesus ist der Schier, bleib drin. Nicht? Aber man kann einmal davon ausgehen, dass es uns gut gegangen ist in diesen 9 Monaten schon allein deswegen, weil wir uns um nichts haben kümmern müssen. Und immer dann, wenn sich der Mensch um nichts kümmern muss, wenn er keine Eigenverantwortung übernehmen muss, hat er das Gefühl, mir geht's super eigentlich. Ja. Das heißt, wir waren angeschlossen, ja, mit den Kabeln und Hirn von der Mutter, da war die Sauerstoffzufuhr war geregelt, die Nahrungszufuhr. Also eine moderne elektronische Einspitzanlage hat uns 9 Monate lang versorgt, ja. Wir sind viel miteinander gekommen, haben jetzt selber hart schmissen. Immer schön warm, schön feucht. Also 9 Monate ein Thermenurlaub ohne Pütz. Stellen Sie sich das vor. Ja. Und dann aber kam der heilige Moment der Geburt. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Geburt dabei? Das interessiert mich jetzt. Ah, jeder? Nein, Moment. Ja, die eigene rechnen wir bitte nicht dazu. Ganz einfach deswegen, weil da fällt ja wieder vor dieser EFI. Was ja gut ist, weil ehrlich, ich meine, wollen Sie da dabei sein? Ich meine, ist nicht groß. Man muss es überlegen, da müssen Sie durch. Ne? Das ist geil. Alter! Ich häng, sagt er. Das ist ich häng, sage ich, den Trottel gespielt. Ich häng, sage ich. Ja, schrecklich. War sicher beim Neandertaler auch anders. Schon allein deswegen, weil die Frau Neandertaler anders gebaut war. Ja, die musste ja nicht in der Jeans reinpassen und in den Schollensitz von alten seinen Spurtwagen. Und auch der kleine Neandertaler war sicher anders gebaut. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich einen kleinen Kopf gehabt haben, weil die ja noch nicht so viel Gigabyte gehabt haben wie mir. Die haben sich nicht so viel Plätzchen merken müssen wie mir heutzutage. Und jetzt war diese Frau Neandertaler hochschwanger, wahrscheinlich unterwegs beim Sammeln. Dass da was ist. Dort, die kann dort sein. Also, das ist schon nebenbei passiert. Das Erste, was dann der kleine Neandertaler von seiner äußeren Welt wahrgenommen hat, war vielleicht ein feuchter, weicher Waldboden oder eine wohlduftende Blumenwiese. Das Erste, was wir von unserer äußeren Welt wahrgenommen haben damals, war eine Bande von Verbrechern. Maskiert im grünen Tuch, ja, haben wir uns angelegt. Okay, ich gebe auf. Na gut, das wird Arsch. Okay, mit wem kann ich verhandeln? Wer von euch ist die Mutter? Und das Erste, was die Arschlöcher im grünen Tuch machen, sie zwicken da die Kabel von der Elektronik durch.
Du wirst zurückgebaut. Du wirst wirklich innerhalb von einer Sekunde zurückgebaut von einer modernen, funktionierenden Einspritzanlage, zurückgebaut auf einen Vergaserbetrieb. Das heißt, ob jetzt wieder umfüllen, verdauen, Agrapovic, schwapp, hinaus. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein technischer Rückschritt. Und wenn wir jetzt diesen Ortswechsel der Geburt, zwar sicher nicht unbeschadet, aber doch irgendwie überlebt haben, dann beginnt für uns dieses kurze göttliche Dasein, von dem ich schon am Anfang kurz probiert habe zu sprechen. Das ist die Zeit, an die wir uns auch nicht erinnern können. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe so erste Bilder, glaube ich, im Kopf dabei gewesen, seit 2,5, 3 Jahren, schätze ich. So der Opa im Waldviertel mit seinem alten Deutz-Traktor und bei uns im 10. da das Häuslein gegangen, die Wohnung und Weihnachten vielleicht, irgendwelche Bilder. Was davor war, ist weg. Obwohl ich da war, gibt es ganz schlechte Fotos davon. Ja? Das ist nämlich diese Zeit, wo wir noch ganz anders funktionieren. Wo diese Maschine noch nicht rennt. Ja? Keine Sorge im Hab und Gut. Ja? Keine Hoffnung, dass in der Zukunft einmal was anders wird. Und kein Hass auf die Vergangenheit. Ne? Sondern einfach nur leben. Und dann aber passiert diesem kleinen göttlichen Lebewesen was ziemlich Dramatisches. Es beugt sich dann nämlich plötzlich jemand über den Kinderwagen. Ja! Ist das der Kevin? Ja, der Kevin ist das, gell? Der Kevin! Und in dem Moment fällt es dem kleinen Gott wie Schuppen von den Augen. Scheiße! Doch nicht Gott, nur Kevin. Fuck, wieder nix! Mit diesem Namen Kevin bekommt dann das kleine Lebewesen natürlich noch etwas dazu. Das Ich. Mit dem Ich auch ein Mich und mit dem Mich auch ein Mein. Und dieses Mein, das wird jetzt dann in Zukunft sehr, sehr viel Leid in das eigene, aber auch in das Leben von anderen bringen. Weil ab dem Zeitpunkt ist plötzlich das Spielzeugauto kein Spielzeugauto mehr. Es ist mein Spielzeugauto. Meine Banane. Das ist meine Meinung, bitte. Das ist immer noch meine Entscheidung. Meine Frau. Das gilt übrigens auch, wenn man nicht Kevin heißt. Aber das ist eigentlich eh klar. Ja, mit dem Ende dieses göttlichen Daseins beginnt also der sogenannte Ernst des Lebens, der im Prinzip nichts anderes ist, wie ein langes Warten darauf, dass in einer sogenannten Zukunft irgendwas anders oder besser wird. Und dieser Fiktion, dieser Zukunft, die es ja gar nicht gibt. Oder glaubt irgendjemand von Ihnen, dass es eine Zukunft gibt? War einer von Ihnen schon tot? Nein, weil wenn einer tot war, war schon wieder die Gegenwart. So schnell geht's. Aber wir laufen ihr hinterher, weil sie eine Schlampe ist. Weil sie uns lockt, die Zukunft. Und wir rennen wie die Offenteppert hinterher und merken dabei nicht, dass wir jeden Schritt, den wir auf die Zukunft zumachen, der automatisch einen Schritt zurück macht. Und damit für uns unerreichbar bleibt. Ja, mit dem Namen bekommt dann dieses kleine Leben noch etwas umgehängt, und zwar einen leeren Rucksack, der jetzt nach und nach, so Stück für Stück, mit der eigenen Geschichte angefüllt werden wird. Und das Erste, was für diesen Rucksack gesammelt werden muss, das sind natürlich Erfahrungen, weil ja jedes lebende System, jetzt ganz egal, ob es ein Einzeller ist oder ein Mensch, sich einfach nur durch äußere Erfahrungen weiterentwickeln kann. Also die äußeren Erfahrungen sind es, die die Verschaltungen in unserem Hirn bilden. Also das ist wie auf einer Printplatte, das wird dann wirklich gelötet, sozusagen. Ja? Damit beginnt unsere Programmierung. Das war eigentlich beim Neandertaler ganz genauso. Also das Erste, was der kleine, heranwachsende Neandertaler zu lernen hatte, war einmal die direkte Verbindung von Sehen, also etwas sehen, etwas erkennen und handeln. Also, ui, Säbelzahntiger, laufen, hopp! Und diese direkte Verbindung wird aber heute sehr gerne unterbrochen durch noch mal drüber nachdenken, wie man denn handeln könnte. Oder überlegen, wie man fragen kann, ob man eh so handeln kann, wie man sich denkt, dass es nicht schlecht war, dass man eventuell vielleicht dann irgendwann sollte man vielleicht, dass man so eventuell handeln sollte, wäre nicht schlecht, Kapfeller. Oder vielleicht einmal nicht handeln, weil wer nicht handelt, kann schon wenigstens falsch machen. Oder am allerbeliebtesten falsch handeln. Aus Blödheit. Als Beispiel könnte ich hier nennen die sehr, sehr dramatische und tragische Tsunami-Katastrophe. Ich meine jetzt die nicht in Japan, sondern die im Jahr 2004, damals im Indischen Ozean, wo unsere Nachricht, glaube ich, sehr, sehr erschüttert hat. Knapp vor Weihnachten hat sie uns erreicht, wo vielen Menschen wirklich Angst und Bang geworden ist.
Und jeder dachte, puh, gut, dass wir her Skifahren sind, wenn mehr brauchst du nicht. Fuhrst du da oben, dem das mir nicht im Griff, so ist das. Und da gibt es ja dort die Nikopan und die Andamanen. Das sind Inselgruppen. Man sind Geografie nicht so gut wahrscheinlich. Na, macht ja nichts. Das sind so Inselgruppen im Indischen Ozean und da gibt es eine kleine Insel, da lebt ein Volk. Das sind die Sentinelesen. Haben Sie schon von den Sentinelesen irgendwann einmal irgendwas gehört? Nichts? Da schauen Sie ein in das YouTube. Ja? Da tippen Sie ein, Sentinelesen. Ganz normal. S-E-N-T-I-N-E und lesen. Keine Angst, Sie müssen nichts lesen. Es kommt dann eh ein Film. Da sehen Sie einen Film, da fährt so ein kleines Motorboot mit einem Außenborder auf so eine Insel zu. Ja, so eine weiße Insel mit Palmen. Da sind ein paar Touristen offenbar oben und der Fremdenführer. Und wie die schon relativ knapp beim Strand sind, hupfen dort auf einmal aus dem Busch pudeln nackerte Sentinelesen raus, zeigt ihnen ein kleines Gemächt in nackerten Arsch, ja, und schießen mit Pitschepfeil auf das Motorboot. Weil die eben dort keine Motorboote haben wollen auf ihrer Insel. Und diese Sentinelesen, die leben auf dieser Insel seit 60.000 Jahren. 60.000 Jahren. Die waren noch nie weg von der Insel. Und da waren kaum da dort. Das ist ein Naturschutzgebiet von der indischen Regierung. Das heißt, die leben definitiv noch im Neandertal. Nur so Pech, weil ihre Insel ist ca. 12 Kilometer vom Tsunami-Ausbruch entfernt. Das heißt, du bist die Welt einmal als allererster mit voller Wucht drüber gegangen. Da ist ja keiner hingefahren, denen ein Helfer oder was, weil da sind sogar Teile von der Insel weggebrochen gewesen. Also ganz, ganz dramatisch. Nach einigen Wochen ist man halt doch mit dem Helikopter drüber geflogen. Und wie der Huber halt schon langsam immer tiefer und tiefer oben kommt, hupfen schon wieder die ersten Pudelnackerten, sind die Lesen aus dem Busch und schießen mit den Pitschepfeil auf den Huberer. Weil die halt dort keine Helikopter wollen, noch weniger als Motorboot. Und dann hat man sich gefragt, na Alter, wie geht denn das? Na Moment, wie gibt's das? Wie haben die das gemacht? Wie haben die überlebt? Eigentlich ganz, ganz einfach, indem die Sentinelesen, bevor der Tsunami gekommen ist, und das ist das Entscheidende, nicht das, was man macht, sondern wann man es macht, bevor der Tsunami gekommen ist, ja, auf die paar Bäume und auf die paar Hügeln aufgegrenzt sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Und jetzt fragt sich die Wissenschaft, ja, was haben denn die für ein Frühwarnsystem? Das war sehr interessant. Na, die haben kein Frühwarnsystem, die Sentinelesen. Die spielen sie ganz einfach. Und die sind in Verbindung. Die sind in ständiger Verbindung mit etwas, das nennt man Natur. Das ist nicht das, wenn Sie jetzt durch den Supermarkt durchgehen, wo es da am Apfelsaft steht. Natur pur. Nein, das ist ganz was anderes. Das ist das, wo wir ein kleines Teilchen davon sind, sozusagen. Ja. Und wer weiß, vielleicht war auf der Insel ja schon mal bei der Sentinelesen Tsunami. Was wissen denn wir? Ja, wahrscheinlich, ja, wird schon mal einer gewesen sein, vor 22.633 Jahren vielleicht. Ja. Und seitdem wird dort immer am Lagerfeuer genau dieselbe Geschichte erzählt. Hört es einmal. Wenn es mir zurückgeht. Obacht, auf die Bäume, noch als 14 Tage Gatsch, dann passt es wieder. Und das haben sie gemacht. Ja. Das heißt, sehen, erkennen, mehr geht zurück. Wow! Ja. Und diese dicke Verbindung von Sehen und Handeln wurde aber beim unmündigen Touristen natürlich unterbrochen. Nämlich durch Tsunami noch schnell vorher mit der Videokamera aufnehmen. Ah, das ist aber sehr interessant. Schau dir was an. Schau, das ist ja geil. Jetzt geht es mehr zurück. Das ist ein Wahnsinn, da fuhren die Fische, da haben wir Latte, und da gar kein Wasser mehr fuhren eigentlich. Das ist, also ich fühle mich näher, ja. Sag ich, eine Frage, ich wollte Sie schon fragen, haben Sie auch eine HD-Kamera? Eine HD, ich war Full HD. Eine Full HD, das ist, also das ist, na, das ist, das gibt nichts besser. Das ist, also Fernsehqualität, das, bitte, also, reden wir nachher. Ja, jetzt kommt die Welle, ja, dann pass auf, das ist geil. So, das ist, da klar ist die nicht, halt da. Wo will die hin? Na, Moment, was tut die? Die kann nirgends, Moment, halt. Aber macht nichts. Aus Erfahrung lernt man ja bekanntlich. In dem Fall eben für das nächste Leben. Aber prinzipiell ist es so, dass ja jede Erfahrung, die wir als Heranwachsender machen, eine Erkenntnis bedeutet. Kann, glaube ich, jeder wunderbar an sich selber beobachten oder konnte es beobachten als junger Mensch. Jeder von uns, der irgendwann einmal in seiner Jugend eine Torheit begangen hat und mit Drogen experimentiert hat. Und ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen bei den Nasen nehmen, oder? Naja, Alkohol zumindest nicht. Ich meine, gut, Alkohol ist ja in dem Fall ist ja keine Droge in dem, das kann man jetzt sagen, ist ja keine Droge. Das ist ja, Alkohol hat ja irgendwie viel mit Kultur. Das hat auch was mit, das ist ja
gegen einen Duscht irgendwo, das ist auch. Und Geselligkeit, das gehört auch irgendwie, das ist ja auch nicht so. Nicht? Bei mir war das auch so, damals mit 14, 15, glaube ich, war es mein erster Rausch mit einem Liter Riewieselwein, wenn was anderes traust du ja eh nicht. Und wie ist da noch ein Liter auch dabei? Am nächsten Tag geht, glaube ich. Ach, ich kann erzählen, ich habe mir wirklich diesen ganzen Riebiselwein noch einmal langsam durch den Kopf gehen lassen müssen. Ja, bin am Häusl gehängt, haben wir gedacht, Alter, wie kann man nur so deppert sein? Haben wir gewünscht, dass ich auf der Stelle jetzt hier versterbe, ja? Und wenn du diese Erfahrung machst, ja, wenn du einmal in deinem Leben merkst, was Alkohol aus dir macht, ja, erst einmal, was für eine Kontrolle das plötzlich über dich hat, ja, was für Entgiftungsvorgänge dann in deinem Organismus stattfinden, ja, dann wirst du natürlich nie wieder in deinem Leben Alkohol zu dir nehmen. Erfahrung ist gleich Erkenntnis. Das wäre so, wenn wir jetzt zum Beispiel Neandertaler wären. Nachdem wir aber die weisen Menschen sind, schaltet sich bei uns natürlich sofort wieder der Verstand ein und der sagt zu uns, das muss gehen. Und dann probiert man das ein Leben lang. Es geht nie. Obwohl, natürlich, manche schaffen es. Die saufen und es geht ihnen wirklich super. Denen geht es nicht so gut, wenn sie nicht saufen. Und weil dieses Erfahrungs- und Erkenntnisprinzip also jetzt bei uns nicht mehr so gut funktioniert, hat der moderne Mensch ein Instrument erfunden, das dem Kind die eigenen Erfahrungen erspart und ihm das Wissen einer ganzen Zivilisation offenbart. Oder vielleicht besser gesagt, aufzwingt, nämlich die Erziehung. Erziehung ist eine von der Gesellschaft anerkannte, auch sehr, sehr geförderte Foltermethode, mit der man das eigene Unglück, jetzt zwar nicht bewusst oder vielleicht gar in böser Absicht, aber doch sehr, sehr erfolgreich an die Kinder weitergibt. Ja. Denn wo kämen sonst die ganzen vertrottelten Erwachsenen her, nicht? Das heißt, also damit beginnt eine Falschprogrammierung. Und das ist dann auch schon der erste Schritt, um aus diesem kleinen göttlichen Leben da drüben irgendwann einmal da einen alten, verbitterten, zornigen Trottel zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich den Neandertaler erzogen? Im Prinzip niemand. Aha, niemand? Herr Gescheit? Und woher hatte der kleine Neandertaler sein Wissen? Ha? Der hatte kein Wissen. Ganz einfach deswegen, weil er es nicht braucht hat. Hätte ihn nur belastet. Was der damals braucht hat, war Weisheit. Und das ist ganz was anderes wie Wissen. Natürlich, wir verwechseln es sehr, sehr gerne. Es gibt gebildete Menschen, keine Frage, die wissen sehr viel, sind gebildet, sprechen 6 Sprachen, sind aber in 6 Sprachen ziemlich deppert. Aber gut, auch für die findet man heutzutage, Gott sei Dank, einen Platz in Brüssel, falls es zum Bundespräsidenten nicht reicht. Und woher hatte denn nun der kleine Neandertaler seine Weisheit? Ganz einfach, indem er das, was ihm der alte Neandertaler vorgelebt hat, nachgelebt hat. Wir halten das anders. Wir sagen unseren Kindern was vor und das ist oft ganz was anderes, als wir ihnen vorleben. Nicht? Wenn ich die einmal mit einer Cheek erwische, ich sag's dir. Einmal, ich richte es auf einen Kilometer, komm mal nicht deppert, links und rechts. Ja. Sehr ungesund. So kann es natürlich nicht gehen. Was aber nicht heißen soll, dass jetzt der kleine Neandertaler tun und lassen konnte, was er wollte. Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sein Lehrmeister war die Natur. Und ihre Gesetze musste er ohne Wenn und ohne Aber auch befolgen. Sonst hat es nämlich wirklich geschäbert. Und was es damals auch nicht gegeben hat, logischerweise, war ein Generationskonflikt. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, 100.000 Jahre, durchschnittliche Lebenserwartung 25, also hochgerechnet kommen wir ca. auf, ja, geschätzte 5.000 Generationen. 5.000 Generationen, in denen sich nichts geändert hat. Also Schweden vielleicht. Das heißt also, der kleine Neandertaler durfte damals dem ewig gestrigen Neandertaler, im Unterschied zu heute, vertrauen, weil er der ewig gestrige damals recht gehabt hat, weil er gestern auch zugleich heute war. Und diesen typischen alten Trottel, ja, so wie wir ihn jetzt alle kennen, ja, den hat es damals nicht gegeben. Weil wenn damals wirklich einer Trottel war, dann ist der nicht alt geworden. Der wurde vom Säbelzahntiger gefressen.
So gescheit ist die Natur. Heute hingegen, ja, kann es ja, wie wir alle wissen, ein Trottel relativ weit bringen. Man muss jetzt nicht besonders klug sein, um ein mächtiger Mann im Staate oder in der Wirtschaft zu sein. Da reicht es, wenn man clever ist. Und ein Lügner. Wobei, das reicht nicht. Natürlich, man braucht auch die, die sich gerne anlügen lassen. Und da kommen jetzt wieder wir ins Spiel, wir, die Bioroboter. Das haben wir auch gelernt von unseren Eltern, das müssen wir nachlernen, nicht? Auch nie böse gemeint, kein einziges Mal, nicht? Komm erst, iss zahm, damit's groß und stark wirst, nicht? Sollte heißen, damit's schier und blatt wirst, komm, friss, ja. Oder, komm, bist heiratet, ist alles wieder gut, ja, da fangst du auf erst an. Oder, eine der Lügen, die wir sicher alle einmal gehört haben, ruhig einmal, komm her, ruhig einmal. Du lernst bitte nichts für die Schule. Du lernst nichts für deine Mutter, du lernst nichts für mich, du lernst fürs Leben, mein Freund und Zwetschgenröster. Jetzt ganz ehrlich, überlegen Sie mal. Was von den ganzen Sachen, mit denen man damals in der Schulzeit sicher fest am Arsch gegangen ist, hat dann in weiterer Folge in ihrem Leben eine Bedeutung bekommen und hat sie in ihrer geistigen Entwicklung weitergebracht? Und was war definitiv für Mieskiewer? Keine gute Quote, oder? Nehmen wir mal die Bürgschaft, ja? Zu dir nicht, den Genannen, Schlichtdamm und den Dolchengewande. Ich schlug die Hesche Bande. Was wolltest du mit dem Dolchensprich? Gegen die Finze der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreit. Das wolltest du am Kreuze bereuen. Also, schwarze Punkte auf einem weißen Papier in der richtigen Reihenfolge gemerkt, das war Ansatz. Du warst super. Hey, ja. Das ist nicht darum gegangen, dass du kapierst, um was es eigentlich geht. Ja? Okay, jetzt kann man mir entgegenhalten, Moment, Herr Thüringer, wettern Sie da nicht gegen das Bildungssystem, ja? Weil ich sage Ihnen eines, Wissen ist Macht. Okay, das ist aber sehr situationsbezogen, oder? Na, bleiben wir beim Beispiel von der Bürgschaft. Wenn jetzt eine Literaturwissenschaftlerin, die Bürgschaft sicher so aus dem Ärmel schütteln kann, die kann eine Doktorarbeit schreiben über die Bürgschaft von TV wahrscheinlich, wenn die jetzt an einem schönen blauen Sommerabend, so wie jetzt, im Park spazieren geht oder laufen geht, joggen, einfach um sich was Gutes zu tun und trifft jetzt dort vollkommen unerwartet, ich bin verschwitzt, ich bin peinlich, ja, ihren zukünftigen Vergewaltiger. der selber im Poli gescheitert ist, wirklich eine polierte Doppel-Null, ein Volltiller, dann wird jetzt dieser armen Frau das Wissen um den Inhalt der Bürgschaft, sogar der fehlerfreie Vortrag der Bürgschaft, wird sie in dieser Situation nicht für ihren Peiniger retten können. In dem Fall wäre doch ein im Handtaschel verstecktes Missentwessen, natürlich nur in Kombination mit einem gezielten Schuss in die Eier, deutlich mehr Macht. Denn diesen Schuss in die Eier, den merkt sie der Dillo. Die Bürgschaft merkt sich ja nicht. Der hat ein halbes Jahr gebraucht, dass er beim Anton von der Ruhe mitsingen kann. Wissen Sie, was ich meine? Ja? Natürlich ist mir schon auch klar, dass dieser so plausible Satz Wissen ist Macht natürlich auch anders gemeint ist. Aber selbst da stimmt er nur sehr, sehr bedingt. Denn Wissen kann immer nur dann Macht sein, wenn ich beim trifft, der weniger weiß als ich. Sonst ist es vollkommen für den Fisch. Genauso wie die Reichen die Armen brauchen, um zu erkennen, dass sie überhaupt reich sind. Ja? Weil wenn er jeder will, hat, na gut, hat er jeder will, nicht? Ja, wenn er jeder iPhone. Okay, schlechtes Beispiel. Jetzt, da gibt es einen Witz. Ich bin normal kein Mensch, der Witz erzählt. Aber in dem Fall, weil das wirklich einer ist, der sowas von auf den Punkt bringt und der wirklich viel Wahrheit und Weisheit in sich trägt, das ist der Witz von Karl-Jos Gersdorf und der Pamela Anderson. Ja, ich weiß nicht, kennen Sie den? Nicht? Aha. Und der Umstand, dass ich jetzt den Witz weiß und sie nicht, ja, das verleiht dem Thüringer Ego jetzt das Gefühl von ziemlich viel Macht und Überlegenheit. Halt nur so lang, bis ich ihr den Witz erzähle. In dem Moment, Gleichstand, dann müssen sie ausschwärmen morgen irgendwo, sie sind beim Suchen, im Freundeskreis, noch erst bei Thüringer waren wir gestern. Ja, ein bisschen eigenartig, aber ein Witz, super. Kennst du den Witz von Karl-Jos Gersdorf von der Pamela Anderson? Nein. Das kann man sagen, ist ein Blödsinn, weil ein Witz ist keine Macht. Das stimmt, natürlich ein schlechter Witz, in der Depper, da gibt es eh viel schwachsinnige Witze. Das ist keine Macht, das ist nur ein Blödsinn. Aber ein guter Witz, der viel Wahrheit in sich trägt und sehr, sehr viel Weisheit,
wie eben der von Carlos Gerson und der Pamela Anderson. Das ist eine wirklich spürbare Nacht. Das aber nur als Beispiel. Gut, kommen wir nun zu etwas ganz, ganz anderem. Ruhe bitte wieder. Genauso wie beim Neandertaler wird auch unser Tun und unser Handeln natürlich von den Trieben bestimmt. Und zwei Triebe, die sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten aufweisen, beides Dinge, die uns Lust, aber auch sehr, sehr viel Kummer bereiten, nämlich der Fortpflanzungstrieb und die Nahrungsaufnahme, sprich Pudern und Fressen. Ich habe das jetzt für Sie übersetzt. Ah, jetzt ist auch angekommen da hinten. Naja, ist okay. Gut, an denen, diesen beiden Trieben hat sich ja nichts Grundlegendes geändert. Nur mit dem Unterschied, dass der Neandertaler eben beide ausleben konnte und sich dabei niemals schuldig oder vielleicht gar schmutzig gefühlt hat, weil mir auch keiner dieses Märchen vom strafenden Gott und von Himmel und Hölle aufgetürmt hatte. Beide Triebe dienen dem Leben und finden oft gleichzeitig statt. Ich meine jetzt nicht knapp hintereinander, ich meine jetzt wirklich gleichzeitig. Jetzt sehen Sie was auf der Facebook. Stimmt's? Jetzt rennt die Maschine. Da haben wir nicht Schweinigeln. Denken Sie an was anderes. Ja? Denken Sie an eine Hummel. Eine Hummel, die fliegt durch den Garten, so eine dicke, fette, geschaffte Hummel. So. Und die steuert jetzt auf eine riesige, rote, wohlriechende Vagina zu. Ja, auf eine Taglilie. Und in diese Vagina taucht diese Hummel als ein ganzer, ja, die schlägt sie und frisst sie da durch. Und der Lilie, der tut das gut, ja, weil die weiß ja in dem Moment, sie pflanzt sich jetzt fort. Ja, du bist ein Vieh, ja, ich bin ja ein Hummel, ich bin ganz drin, siehst du mich nicht, ein Hummel. Ja. So schön könnte es eigentlich auch sein. Wir hingegen, wir bewerten ja diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich. Nahrungsaufnahme ist salonfähig, kann man überall machen. Also wenn da jetzt einer am Kagranerplatzl fuhren, zum Beispiel ein totes Tier, was zuvor in Konzentrationslagern gehalten wurde, in Schwanzform, also als Würstel, ganz, ganz tief, eine schiebt und der, na dem schmeckt sogar, nicht? Mahlzeit, ja. Aber stellen Sie sich noch vor, da am Kaganerplatzl ein Rudelgebumse. Na, da war, na, da, das möchte ich nicht sehen! Mitmachen schon! Und weil das eben so ist, dass diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich bewertet werden, hat das mittlerweile auch ganz, ganz, ganz große Folgen auf unsere Gesellschaft. Sie brauchen sich bitte nur ein bisschen umschauen, Sie werden sehen, es gibt heutzutage viel mehr blade Büdelwichser als dünne Puderanten. Nicht förderlich für die Gesundheit. Gut, mit welchem Trieb wollen wir anfangen? Ich würde vorschlagen, weil Sie schon in freudiger Erwartung noch da sitzen, einmal mit der Sexualität, dann haben wir das auch, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Test, dann ist das erledigend. Die Sexualität. Sie begleitet das Leben ja ab der Geschlechtsreife. Nun ein Leben lang, selbst im hohen Alter, denkt man auch sehr, sehr gerne an die wunderbaren Dinge, die man damals, als es ja noch gegangen wäre, alle nicht gemacht hat. Und beißt sich ins Knie, dass man diese Freuden damals ausgelassen hat. Was uns nämlich bei der gelebten Sexualität so im Wege steht, das ist wieder einmal mehr unser Kopf. Außer jetzt natürlich beim Oralsex, sprich beim Schlecken und beim Blasen. Und wie sehr das der Fall ist, haben Sie, glaube ich, jetzt ganz wunderbar an sich selber beobachten können. Sobald mir nämlich diese Worte Schlecken und Blasen vollkommen unbeabsichtigt aus meinem willigen Mund geronnen und über meine feuchten, warmen Lippen die Bühne verlassen und ihr aufnahmefähiges, gespitztes Ohr zärtlich gekitzelt und durch ihre wohlgeformte Muschel tief und fest in sie eingedrungen sind. Genau in dem Moment hat ihr Hirn die Worte Schlecken und Blasen schon wieder bewertet. Und das aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie ich an ihren Gesichtern und an ihren nackten Körpern erkennen durfte. Sex wird aber in der Natur ohne Einschaltung des Hirns ausgelebt. Das heißt, Hund riecht läufige Hündin und ohne Umweg übers Hirn einfach der Nase nach. War wahrscheinlich beim Neandertaler ganz genauso. Wollen wir sich gerade gut riechen können, weil Frau Neandertaler eben willig und aufnahmebereit und Herr Neandertaler kräftig und potent.
Eigenschaften, die uns heute ja etwas verloren gegangen sind. Natürlich gibt es nach wie vor Frauen, die so tun, als ob sie willig wären. Ganz einfach deswegen, um den Mann zu pflanzen und um ihren Ego-Rucksack mit ihrer Geschichte, um einen weiteren schwanzgesteuerten Wurstel zu erweitern. Und auch der kräftige und potente Mann ist heute etwas selten geworden. Es gibt nämlich noch immer kräftige Männer, das heißt Schweinern auftrainiert, Eiweiß vergiftet und aufgrund der Steroide dann irgendwann mal impotent. Dann gibt es natürlich die finanziell potenten Männer, die sollten kräftig sein, sondern eher so schwammerlartig wie ein Baba-Baba sich durchs Leben bewegen. Natürlich gibt es immer noch kräftige und potente Männer, die aber heutzutage schon sehr, sehr selten zum Schuss kommen, weil die Frau ja die nicht mehr als kräftig und potent erkennt. Weil die ja schon lange auf Schwammeln konditioniert ist, mit dem man sich in der Öffentlichkeit auch zeigen lassen kann. Was nichts macht, man kann sie dann später immer noch bei Bedarf vom Gärtner pudern lassen. Über das Sexualleben und über die Sexualpraktiken der Neandertaler weiß man relativ wenig und ich glaube, das ist gut so. Man muss nicht alles wissen. Was man aber schon weiß, ist, dass die Neandertaler mit ziemlicher Sicherheit regelmäßig die Partner getauscht haben. Ganz einfach deswegen, um die Sippe genetisch gesund zu erhalten. Das nennt man auch systemisches Denken. Das ist etwas, was uns heutzutage etwas abhanden gekommen ist, das systemische Denken. Partnertausch ist heute nicht mehr notwendig, weil wir schon so viele sind. Da mischen sie die Gene ja sowieso. Am Land halt vielleicht noch weniger. Das heißt, man findet also heute seinen Partner, ist mit dem glücklich und zufrieden, kann mit dem alles erleben, was das Sexualleben so zu bieten hat, kann mit dem alle Tabus brechen, eilt von einem Orgasmus zum anderen und käme niemals auf die Idee, einen anderen Partner zu begehren oder auch nur an einen anderen Partner zu denken, geschweige denn im Internet von einer Foodseite zu anderen zu surfen. Und warum ist das bei uns so? Ganz einfach deswegen, weil da sehr viel dran hängt. Auch wenn man jetzt am Partner direkt nicht mehr so hängt, hängt an dem immer noch einiges dran. Und weil das so ist, wie ich es jetzt sehr, sehr nett und charmant finde, man alle diejenigen, die zufällig heute mit ihrem Partner hergekommen sind, dem in die Augen schauen und sagen zu ihm, ich finde es wunderbar, ich finde es großartig, dass wir keine Neandertaler mehr sind und ich einfach nur dich begehre. Schon allein wegen der Kinder, den gemeinsamen Krediten, den Scheidungskosten und der Schande vor den Nachbarn.